liebe Zuschauer des Deutschlandkongresses, da haben die deutschen katholischen Bischöfe sich doch tatsächlich nicht entblödet zu erklären, eine Mitgliedschaft in der AfD, Unterstützung der AfD, Wählen der AfD sei mit christlichem Glauben unvereinbar. Und damit haben die katholischen Bischöfe uns kurzerhand exkommuniziert. Sie haben uns AfD-Anhänger aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen. Wir können ja von Glück sagen, dass die Scheiterhaufen mittlerweile außer Gebrauch gekommen sind. Wer weiß, wo wir sonst landen würden. Aber im Ernst, mit welcher Begründung? Das heißt, wir würden einen völkischen Nationalismus vertreten, der mit christlichem Menschenbild unvereinbar sei. Was wir vertreten, das ist, wir treten ein für den Erhalt der kulturellen Identität des deutschen Volkes. Wir treten ein für die Vielfalt der Völker dieser Erde, die reiche kulturelle Vielfalt der Völker dieser Erde. Und dieses friedliche, demokratische, freiheitliche Bestreben wird jetzt von der katholischen Kirche diffamiert als völkischer Nationalismus. Liebe Bischöfe, schaut euch doch mal die Menschheit an. Blickt auf die Menschheit. Wo begegnet euch denn euer Universalmensch? Der Mensch begegnet euch als Franzose, als Deutscher, als Engländer, als Russe, als Inder, als Chinese, als Kasache, als Türke. Den Menschen an sich gibt es nicht. Gott hat die Menschheit in Völkern geschaffen. Die Völker sind Gedanken Gottes. Und wer diese gottgewollte Vielfalt der Völker verteidigt und an ihr festhält, der verrichtet einen großen Gottesdienst. Ihr dagegen, die ihr mit eurer Migrationspolitik versucht, diese Vielfalt der Völker aufzuheben in einer amorphen Weltbevölkerung. Und ihr, die ihr sogar noch weitergeht und indem ihr die Regenbogenfahne hisst, euch gegen die gottgewollte und gottgeschaffene Zweigeschlechtlichkeit wendet. Ihr, die ihr euch gegen die Schöpfung wendet. Ihr verrichtet nicht das Werk Gottes, sondern eher das seines Widersachers. Und deshalb habe ich hier eine Ikone mitgebracht, die zeigt den Erzengel Michael, der als Luzifer sich in seinem Hochmut erhoben hat, die himmlischen Heerscharen gegen Luzifer angeführt hat. Dieser Erzengel Michael gilt auch als der Schutzpatron der Deutschen. Er ist am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig für die Völkerschlacht 1813 eingemeißelt. Und ja, ich finde, wir sollten uns an diesen Erzengel Michael halten. Er eignet sich nämlich auch als Schutzpatron aller Patrioten und aller AfD-Mitglieder.